Moin zusammen, weiter geht's mit Empires of the Undergrowth und Extremis. Wir bleiben am Ball, bis wir es geschafft haben. Zusätzliche Level, Extremis und auch wieder auf Mittel. Ausgewählte Mission spielen, yes. Und ich mache eine andere Strategie. Und zwar, ich habe ja hier die Schwarzameisen. Ist das jetzt auch für die Ameisen? Wahrscheinlich nur für die hier oben, ne? Ich hatte nämlich überlegt, dass ich sonst sage, ich baue nur die stärkeren davon. Wohl Angriff, Verteidigung. Oh, Selbstheilung. Target Angriffsgeschwindigkeit. Rapid Fire, Fire End. Verkrüppelnd. Zusätzlich 40% Schaden von physischen Angriffen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Leaf Cutter Media. Dann Taunt, da ziehen die den Angriff auf sich und da betäuben die, ne? Betäuben wäre natürlich auch nicht schlecht. Stoßfest kann durch einen einzelnen Angriff nicht mehr als 20 Schaden erhalten. Guck mal, aber die sind teuer. Ausdauernd. Erhaltener Schaden wird um 3 reduziert. Scharf. Aura. Diese und Kreaturen in ihrer Nähe reflektieren 30% des Schadens. Auf die den Schaden zufügen. Ne? Okay, dann machen wir das mal mit der Betäubungsgeschichte. Und ja, nehmen wir da jetzt die 1000 schon rein, oder? Schwächung. Zusätzlich 40 von weiteren Giftangriffen. Erkrüppelnd. Erhält einen halben zusätzlichen Schaden. Okay. Okay. Wieder hoch. Und dann machen wir nur ein kleines Nest mit denen hier. Nur diesen kleinen Bereich, den Rest machen wir mit den anderen. Erster Angriff kommt gleich. This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. The ants will fight to the death. Ah, Mist. Glaube ich, ein Arbeiter gekillt, ne? Oder zwei sogar. So, in die Kammer hier. Wir dann gleich schon die nächstgrößeren. Sechzehn Sekunden noch. The ants must fight. Meine Arbeiter sind damit bei, ne? Das war natürlich so nicht geplant gerade. Gut, direkt zurück. Und ich muss mal ganz kurz Pause machen. Das Kaninchen baut Blödsinn. Ich muss mal gucken, was sie da macht. Bis gleich. So, weiter geht's. Fortsetzen. Yes. Hat die kleine Maus tatsächlich sich den Beutel mit den Kräutern da vom The ants Schreinstiebitz must und fight. schon ein Loch reingerissen und war schon darauf und dran, hier zu futtern.
So, den machen wir auch voll und dann geht es hier dann gleich weiter mit Fernkämpfern. Ich überlege, zwei Futterkammern zu bauen. Eine kleine hier oben, kleine da unten. Und gar nicht zu viel auf Futter zu geben, auf Nahrung ausgeben für Futterreserven. Ja, so reicht das schon. Sechs Sekunden, ne? Okay, stopp. Du bist dort und nicht weiter. So, nächste Welle. Okay, kleine Welle von Ameisen. The ants must defend themselves. Yes, und weiter geht's. Da kommen noch mal Arbeiter rein. Nur drei, die ich dann in den Angriffstrupp mit reinnehme. Jetzt zwei, drei. Yes. So, da kommen jetzt Fernkämpfer rein. The ants must defend themselves. So, da kommen die ganz großen rein. Fernkämpfer auch mit in Trupp 1. Jetzt kommt, glaube ich, die Spinne von oben, ne, oder? Nee. Ameisen, der sich hier. Ach, guck mal, da ist noch Futter. Kommen hier oben, glaube ich, jetzt durch. Ja, hier aufmachen. Fangen wir ab. Hallo? Haben die ein Tempo drauf, Alter? Zwei, drei, vier. Da geht's jetzt rein. Kurzer Futterweg. Sehr schick. So, guck mal, geht es nämlich gleich schon weiter mit den ganz großen. Kleinvieh macht auch Mist, aber bessere Strategie ist, glaube ich, hier mit den mächtigen Ameisen zu arbeiten. Lock. Welle 5. Wer seid ihr? Hier nochmal ein Trupp Ameisen. Hoch da. Fang. Und nach vorne, Angriff. The ants must defend themselves. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Geht gleich los, geht gleich los.
Achso, oben ist. Muss ja auch mitnehmen, Junge. Habe ich da drei von den ganz großen oder stehen die nur zu Hause rum, machen gar nichts? Muss die Tür aufmachen da. Level up und zurück. Aber ich glaube, jetzt kommen die Krabben, oder? Ich mal gucken. So, einmal nach Hause sammeln. Nee, abspinnen. Schön betäubt. Lass sie nicht weg. Mist, und sie haut ab. So, okay. Egal, scheiß drauf. Wir gehen dahin. Oh, 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 oh. Genau. So, kurzer Weg in die Speisekammer. Leute, was macht ihr denn da? Mist. Haben sie die in die Falle gelockt, ne? Da unten war gerade nichts mehr mit Futter. Sekunden. Läuft. Okay, die komischen Käferlis kommen. Fangen wir hier vorne ab, direkt bei unserem Futterdepot. Einer rennt da lang. Egal. Auf geht's. The battle has begun. Und ran. Und wechsel kann man nebenan. Und ran. Sekunden, aber egal, das holen wir uns. Gut, da einmal kurz abgrasen. Und zurück zur Königin, die Großen kommen. Jetzt sind die doof, ey. Okay, einer ist tot. Und ran. Sind noch Spinnen, ne? Ja.
eine ist down. Und gucke mal, wie viel Butter wir gerade hatten. Sehr schick. 29 Sekunden, das schaffen wir dort oben nicht mehr. Den könnt ihr auf jeden Fall abholen. Muss ich nur hinlaufen. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Bauen zurück zu Mama. Schick. Ach, die Crepsons. Können wir auch hier erwarten. Mal auf da. Oder? Nee, abwarten. Gut, sonst waren soweit fast alle Kammern erstmal leer, ne? Auf hier oben rum oder? Ja, nee, unten. Zwei oben, zwei unten. Das ist natürlich auch doof gerade. Down. Bis down. Und aufmachen. Gut, dann würde ich sagen, jetzt Mörser verbessern. Schon alles abgegrast hier, ne? Geil. Ja, mach mal Verbindung hier hoch. Gut, direkt nach vorne und danach geht's hier rein. Sind hier gerade auf der Ecke. The battle has begun. Oh, geil. Direkt auf die Kammer. Das war schlecht. Wo lauft ihr hin? Ihr lauft. Scheiße, ich laufe runter zu Königin. Lauft runter. Oh, das war doof. Das war richtig doof, Junge. The ants must protect the queen. Ah, cool. Guck mal, die schaffen das zum Glück hier mit einer Handvoll. Entschuldigung, Königin. Das war mein Versagen. Diese Eierschale ins Bild schon geschleudert worden. Das war richtig verlustreich. Völlig unnötig. Okay, 10 Sekunden, ne? Einmal einsammeln und zurück. Erschrecken. Oder schon Runden bringen, weil oben voll ist. Ne?
So, da noch ein paar von. Na, guck mal hier, 30 Sekunden. Mach auf den Humpen. The ants must defend themselves. Alex, müssen wir rein da. Vorwärts Marsch. Gut, das sieht gut aus. Kommt ruhig rein. Boah, die töten hier tatsächlich eine große, ne? The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Doch, doch, doch. Da ist überall genug Essen. Wir müssen es noch einsammeln gehen. Drei Schaufeln und einsammeln. Achso, das war ganz unten. Und Kamera auf, ne? Ja. Ein da. The ants must protect the queen. Scheiße, ab nach Hause, beeilt euch. Oh nein, 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 na euch, Idiot, ey. Verloren. Ich glaub's nicht. Weil ich nicht. Ach Gott, weil ich dachte, es dauert ja, bis die reinkommen, ne? Das dauert. So. Ja, jetzt ist zu spät, Leute. Queen ist tot, ey. Oh, Mist. Ich dachte, das dauert, bis die ja angekommen sind bei der Königin. Dann können wir vorab irgendwie noch mal ein bisschen was machen hier, aber... Ah. Niederlage, okay. Gar nicht lang warten. Direkt... Direkt weiter rein da. Ausgewählte Mission spielen. Und wir haben 360 Punkte, ne? Das ist jetzt nicht so viel. Steigert Angriffsgeschwindigkeit... Lock Creatures. Sich eine halbe Sekunde zurück, wenn sie unter 40% Gesundheit ist oder steigert die Angriff. Ja, wir nehmen mal die. Unlock Points. Geht nur eins von beiden. Was Geschwindigkeit. Erhaltener physischer Schaden, die Hälfte reduziert, okay. Nehmen wir die hier mit, die Leaf Cutter. Die sind stärker als die kleinen Black Ants hier oben. Mist, Mist, Mist. Direkt die stärkeren Nahkämpfe für 80. Ich dussel, ey.
Ohr drüber. The battle has begun. Ja, warte mal, ich könnte eigentlich die als Nahkämpfer nehmen. Und die für 150, die nehme ich als Verteidiger. Und jetzt kommt erstmal gleich Welle 1. Kann mir schon fast egal sein, weil das ist nur ein kleiner Käfer, der gleich von oben runter gegeiert kommt. Zack, zack. The battle has begun. Und down. So, das war Welle 1. Noch nicht rein, aber hier können wir rüber nach oben. The ants must fight. Teuer ist es. Machen wir mal drei Arbeiter wieder rein. Oder vier. Schick. So, einmal Essen rüberbringen. Dann geht da gleich mit Fernkämpfern weiter. Mal zwei auch direkt hinterher. Gar nicht mal so schlecht gerade für den Anfang. Kleine Armee, aber sie ist stark, bilde ich mir ein. 10 Sekunden nur noch. Okay. Nicht zu weit da unten runter. So, und angewöhnen zu jeder neuen Welle bei der Königin sammeln, falls sie hier wieder rankommen. Guck mal, jetzt buddeln die sich hier nämlich durch, das Banda. Aber mach mal mich auf da. The battle has begun. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Und los geht's. The queen is in imminent danger.
alles tot hier. Schick. Voll. Sekunden. Gut, guck mal, können wir darüber. Schick. Einsammeln. Zur Königin. Kommt da? Hier nochmal ein Trupp Ameisen, ne? Buddeln die? Nein, die buddeln nicht. Gut, dann gehen wir da jetzt entgegen. The ants will fight to the death. Kein Essen einsammeln. Erstmal nur reinmarschieren und alles umnieten, was da drin ist. Und da eine Verbindung machen. Sehr cool. Gut, dann kommen jetzt mehr von den Großen hier. Plopp. Sekunden, da können wir alle, nee, da lieber nicht runter. Oben rein, vielleicht da können wir noch mal rein. Wohl 10 Sekunden machen wir gleich dann. The workers have done all they can to improve these food stores. Ja, ja, ja. The ants will fight to the death. Hau doch nicht wieder ab, Mann. So, die eine haben wir. Dann gehen wir jetzt hier einfach mal rein. Die andere haut ab. Da war ich. Na cool, guck mal hier, die Arbeiter machen das tatsächlich. Gut, 14 Sekunden kommt nach Hause. Nicht, dass so ein Desaster passiert wie eben. Eva hier unten. Gut, ab nach unten. Ali machen wir dann gleich hier nebenan auf. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. The ants must defend themselves. Okay, einmal eine Ladung ab.
Achso, ist schon alles abgebaut, ne? Gut, dann hier aufmachen, rein da. Stimmung! Shit, meine Ameisen sind alle tot, ne? Oh nee, oh come on, ey. Schon wieder wegen so einem blöden Gierkram, ey. Wenn ich direkt neu starten, dann kriege ich aber keine Punkte wahrscheinlich, ne? Ach man, ey. Oh, schön auf der alten rumkauen. The ants must protect the queen. Ja, und da kommt auch gleich die nächste Welle. Oh Mann, bin ich doof. Viel zu gierig gewesen. So schön, dass sie Eier legt, wo the ants must protect the queen. Ich nichts für zahlen muss, aber naja. Okay, würde ich sagen, mache ich hier noch eine kleine kurze Unterbrechung und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß bei denen, bis gleich und ciao.